MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, hallo Leute, herzlich willkommen bei einem, ich würde nicht mal sagen bei einem Projekt, sondern bei einem, wir gucken uns mal an. So, und zwar gucken wir uns mal an, Riders of Icarus ist momentan in der Beta-Phase, ist ein MMOG, ich weiß leider nicht allzu viel von dem Spiel, außer dass es sehr viel um Mounts geht, sowohl zu Lande als auch in der Luft. Wir machen jetzt erstmal hier mit der Charaktergenerierung weiter. Oder wir fangen mit der Charaktergenerierung an. Das Spiel ist hammerlaut auf meinen Kopfhörern. Ich habe schon leise geredet und alles. In die Options komme ich gar nicht rein bis jetzt. Ich hoffe, das kann ich gleich noch nachholen. Berserker, Guardian, Assassin, Priest oder Wizard. Das sind so die Möglichkeiten, die man hat. Eigentlich war ich mir ziemlich sicher, dass ich mir einen Priest mache. Aber irgendwie fand ich den Assassin gerade. Ich habe hier gerade jetzt das Video angeguckt, sorry. Also, okay, das ist. Was geht denn bei dem? Vielleicht doch ein Wiz? Wie sieht denn der Typ aus? Oh Gott, was ist das denn, Elvis? Very hard. Ja gut, alles klar. Berserker easy, Assassin hard. Aha. Bei der Berserker kann der zwei Einhandwaffen oder ein, zwei... Ui. Mann, gefällt mir alles, außer der Guardian. Ich weiß nicht. Wizard oder Burzy? Was meint ihr? Ja, ihr so ein Wizard. Ist ja jetzt erstmal egal. Ich hoffe, ich komme gleich in die Optionen. Wirklich. Ihr seht hier nicht so eine Option, ne? Enter your name. Jetzt habe ich hier mein Dings. Entschuldigung. Wie, weiblicher Name? Godina. Er klingt kacke. Uschi. Uschi ist auch blöd. Ich habe keinen weiblichen Namen. Warte mal, hier. So wie früher, die gute... Da ist natürlich edel, aber... Oh, das ist so sweet. Süß. So, ich bevorzuge das hier. So. Und dann können wir, was können wir denn? Presets? Okay. Achso, das sind also wirklich fertige. Haben wir denn hier? Oh! Ja, das hat schon gewonnen. Können wir lassen, alles klar, wunderbar. Face? Hat sie. Ja, nur die Augenbrauen sind aber in Ordnung. Nee, das ist ja. Ah, das war eine Zauberin, haben wir gemacht, ne? Zauberin. Achso. Also, leicht. So. Oder doch ein bisschen wuschiger. Oh, ist ja auch hübsch. So. Ach Mann, es gibt wieder so viel einzustellen. Man merkt, glaube ich, schon direkt am Anfang, dass es ein Asia-Dingsbums, ein Asia-Spiel ist. Ich hatte die grünen Augen. Oh ja, so Katzenaugen. Oh, sehr gut. Mund, hat sie. Lippenstift, natürlich, darf nicht fehlen. In weiß, nein. Ich habe keine Ahnung. Hier, was hat sie denn vom Mund? Der Mund sieht ein bisschen schmal aus. Ne, das sieht ja alles irgendwie kacke aus. Nehmen wir den, hat sie noch einen schmaleren Mund. Was ist das? Oh! Mädchen. Ich übertreibe mir. Oh ja, das sieht aber böse aus, oder? Passt. So, Custom. Gibt's auch irgendwie Mouth. Hier. Mouth. Nice. Aha, so. Genau. Upper Lip. Upper Lip hat sie. Lower Lip. So. Ja, da siehst du. Das sieht doch schon hier richtig scheiße aus jetzt.
So, alles Paletti, oder? Ich würde sagen, das Mädchen ist uns gut gelungen. Eine kleine Stupsnase. Boah. Übel. Nein, nein, so weit auseinander finde ich immer hässlich. So. Bild. Kopf, jawohl, hier. Bam! Ja, groß soll sie nicht sein, die ist ja klein. Nacken ist mir egal. Chest, ja. Chest ist wichtig. Chest ist, wie ihr seht, sehr wichtig. Gut, wollen wir nicht übertreiben, komm. Torso, hüpfen. Hüften ist auch ganz wichtiges Thema. So, Torso. Bisschen größer kann sie dann doch schon hier. Hier sind die Hüften, Entschuldigung. Das ist natürlich hier die Taille, glaube ich, ne? Hips ist natürlich Hüfte. So, komm, das passt. Ich will jetzt hier auch nicht. Das hier. Kopf ist, glaube ich, ein bisschen. Sieht komisch aus. So, ist egal, komm. Tolles Mädchen. Jetzt ziehen wir doch noch was an. Und zwar das hier, wobei. Ich weiß nicht. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob. Wie bitte? Ein Skandal, der seinesgleichen sucht. Ja, geht doch. Back to the roots. Darinia Level 1. Sehr gut. Gibt es jetzt irgendwelche Optionen hier? Nein. Das ist ja bedauerlich. Last Plate, keine Gilde. Ich gehe mal jetzt auf. Classic MMO, choose a target with your cursor and trigger skills with your hotkeys. Empfohlen für Wizard. Ja, finde ich toll. Genau so will ich das haben. Ich hoffe, der Sound ist für euch jetzt nicht so laut. Laut OBS ist der Pegel eigentlich im grünen Bereich. Deshalb hoffe ich mal einfach, ist das hier ein Scherz? Warum? Passt der ja so gar nicht ins Bild jetzt gerade, ne? So ein Kanickel, der hier so durch die Gegend stapft. Jetzt stapft er nicht mehr. Doch, jetzt wieder. Loading! I'm loading! Eieiei! Oh! Ja, okay. So, nicht, dass wieder kommt, schwarze Balken am Rand. Habe ich jetzt aber auch hier im Intro. Wir gucken uns das Intro mal an, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe noch nichts gesehen vom Spiel. Und, guck mal hier. Oh, wer ist das denn? Raven. Ich nenne ihn Raven. Tolles Intro. Ich wollte gerade was trinken. Ja, ich bin wach. Hab gerade Pipi gemacht. The Princess yet. Okay. Aha. Oh, kann man so machen, Junge, ne? Onyx Order Commander. Wo denn? Achso, ich soll mir. Ja, natürlich. F. Aiken Weapons, ich kann mir nicht aussuchen, welcher. Aber das sieht aus wie ein Stab. Escape from Prison ist jetzt unsere Mission. Ja, machen wir auf. So. Ah, okay, Entschuldigung. Pam! Ich bin unbesiegbar. Ja, sehe ich genauso. Hast du auch Kacke in deiner Zelle? Oh ja. Using Skills. Da guck mal hier. Patu. Ach, der ist schon tot. So. Unfassbar gut. Nee, ernsthaft. Bis hierhin. Läuft flüssig. Door locked. They know. Achso, die wissen, dass du da bist. Wer denn? It's all we need to keep moving. Okay, einer links, einer rechts, würde ich sagen. Erstmal hauen wir die hier weg. Würde ich eiskalt vorschlagen. Ihr dürft auch was machen, ne? Nur mal so am Rande. Was ist das denn hier für ein Skill? Flamburst. So, wo ist denn das Ding hier?
direkt hier vor ist ja blöd. Der eine hätte auch auf der linken Seite machen können. Nein, jetzt muss ich hier wieder beide Sachen machen. Ist schon schade. Ist schon schade. So, kommt mit, ihr Flöten. Open the gate! Ja, aber der ist auch, sieht aus wie ein Boss hier. Plum Burst und dann hier den kurzen. Geht das? Ja. Reno Soldier. Sehr auf Tiere ausgelegt alles. Ich würde mal sagen, wir befreien hier den Kollegen. Ah. Onyx Commander rede mit ihm. Tordis und Rina sind schon mal hier die wir befreit haben. Oh. Rondo hat sie. Das ist natürlich bedauerlich. Okay, das war jetzt das Tutorial. Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen... Ah, das sind wir. Sie war supposed to study Alora's relic, to unlock its powers. The rain should have masked our tracks. But the Frostguard knew exactly where we were. Hey. Ah, guck mal hier, die haben auch alle geflügelte Pferde gegen Drachen. Das läuft. Klingt nach einer Menge Action. Die Frostwache. Okay, die sind recht humorlos. Aber die Kollegen haben zurückgeschlagen. Ich glaube, es ist. Ich denke mal, es ist ein Flashback, oder? Ortis erzählt das, glaube ich, gerade. Ha? Ja. Das ist mal. Besitzerwechsel. Ein bisschen was von GTA. Okay, den Drachen brauche ich. Oi. This is the power you sold yourself. Stay away from the princess. Ich bin sogar nicht mehr da. Stay down, Tortoise. I'll be sure to make note of your bravery. Ach da. Ist wohl rausgeflogen bei dem Unfall. Come, Princess. We have business. I won't let you take her! Ja, also ich finde, unser Mädchen macht da eine gute Figur, oder? Hat da die Arme gerade übereinander geschränkt und was habt ihr jetzt hier? Komm, wir sind running out of time. Hm. Komm, mach die Butze offen und dann ist Ruhe. Können wir auch was? Das klingt aber. Ja! Oh! Level 3 Elite. Warden Rex. Hostile.
Eisfang können wir also während des Laufens casten. Was ist das denn hier eigentlich? Erstmal die Spells auf der Kette kriegen. Ja, sehe ich genauso. Das scheint mir ein Hot zu sein. Oh! Warum bist du denn jetzt so? Aha! Ach ja, ich habe ja gar keinen. Ich dachte, ich habe einen Priest die ganze Zeit. Ich habe natürlich einen Mage. Der spielt gar nicht mehr mit dir, der Kollege. Ja, ja. So, das ist meine neue Waffe. Oder auch nicht? Weißt du, kommen sie mit so einem Level 3 Elite. Entschuldigung, aber das kann nicht euer Ernst sein. Das kann nicht euer Ernst sein. So, gib mal her so ein Pferdchen. Oh. Na ja, gut. Wenn ich noch genug Mana habe, sollte das kein Problem sein. Ach, macht er die Tür zu. Der heißt echt Crow, guck mal. Ist ja cool. Ich hab vorhin geraten. Was habe ich gesagt? The Crow, ne? Nein. Egal. Irgendwas habe ich gesagt. Und der heißt echt Crow. So, was denn? Das ist meins, sagst du? Ja. Okay, bin drauf. Yay! So, und wie gesagt, in dem Spiel geht es hauptsächlich hier um Mounts. B plus... Oh, okay, das geht natürlich noch schneller. Habe ich gerallt, alles klar. Sehr cool. Ach, schade. Jetzt wollte ich mal so richtig sprinten. Ei. Ist das ein Manta? So ein Manta-ähnliches Viech, ne? Ei. Achso, das ist... Ah, wir werden abgeholt. Ja, das ist ja gut. Sehr schön. Ja, da brauchst du gar nicht brüllen, du komischer Wannabe-Urukai. Wir sind weg. Das hast du dir so gedacht? Ja, natürlich. Ich bin immer nett und vor allem hier. Loading, 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 loading. Ding, loading, 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 loading. Okay, komm, ist gut. Ach ja. So, also, Fazit bis hier, nettes Tutorial, alles stimmig, fühlt sich gut an, flüssig. Bis hierhin, schön. Man merkt, es hat asiatische Wurzeln. Oh, guck mal da. Ob man das jetzt mit untertiteln muss, ui. Ich war mir ziemlich sicher, wir sind raus aus der Nummer. Oh, jetzt geht's natürlich hier richtig übel bergab. Oder Luft ab? Nee. Black Hawk down. I repeat, Black Hawk down. Purple Manta down. Was macht er denn da mit ausgestreckten Armen? Ist er Jesus? Habt ihr das auch gesehen? So, dann mit Daily Rewards. Ja, dann gib mal das hier. Ernsthaft.
Ein Skin. Elon mal 30. Was ist? Random Flying Familiar Skin. Ja, sehr schön. Ja, und jetzt haben wir hier wieder typische MMOG-Dinger, ne? Nämlich Prison Break Complete und wir bekommen einen Recall Stone und ein Level Up. Oh, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken. Akzepten erstmal das von Tortoise. Ja, komm. Sorry, Prison Break, First Elite, there are no recent achievements. Oh, das ist bekommen haben oder was? Ja, ja, passt schon. So. Good to see you again. So, das accepten wir. Das accepten wir. Haben wir zwei Quests fertig. Angenommen. Aha. Oh, ja, alles klar. Was haben wir hier? Achso. Confirm. Kann ich denn eigentlich jetzt? Gibt es hier Settings? Ja, dann schauen wir uns mal gemeinsam auch noch die Settings an. Ah, endlich. Sound. Musik. Oh. Oh, ist das schön. Oh, ist das angenehm. Fuck. So, Camera Speed, das passte. Fühlte sich richtig an, fühlte sich gut an. Numbers. Hm. Werte. Mhm. Control Mode Standard, Show Speed Trouble, Reject Path, Reject, Reject, Show Good Alerts, Double Click, Auto Combo, Show Damage, na klar. Damage! Language German, na guck. Und Crosshair, bitte das hier. Ja, okay, dafür brauchen wir wohl einen Restart. Das alles konnte ich vorhin nicht einstellen, das ist wirklich schade. Was haben wir noch? Ja, natürlich. So, Brightness. Resets. I. Sollte eigentlich hinkommen. No limit. Genau wie height. Character. Hm, keine Ahnung. Motion Blur nicht so viel. Okay. Ja, ja, genau. Genau, er will jetzt einen Neustart und den geben wir ihn auch tatsächlich. Ich, erstmal hier nochmal hier kurz hingehen. In progress. Confirm. So. Was ist das hier für eine Kiste? Ja, jetzt ist es eigentlich, denke ich mal, so wie immer. Also ein bisschen hier questen, ein paar Viecher töten, ein paar Sachen einsammeln und hast du nicht gesehen. Und das gucken wir uns dann mal ganz gemütlich in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Und dann hoffe ich auch, dass wir relativ zügig sehen, dass wir das erste Mount bekommen. Slots, Auto-Attack, okay. Und dann, ja, schauen wir mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!